Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich heute mal wieder so einen kleinen Vision Run machen. Diesmal nicht in SW, sondern diese Woche ist ja Ugrimmar und da möchte ich jetzt mal ein bisschen durchstarten. Und ja, dazu bin ich schon mal hier in die Vision rein. Wir werden wieder die üblichen Sachen nehmen, hier eine Flask, Buff Food. Skillung habe ich genauso wie bei den letzten Malen, also sprich meiner E-Skillung. Und diesmal möchte ich aber ein paar Sachen ausprobieren, denn ich habe mir zum einen mal hier dieses Buff-Food geholt, wo wir 100 geistige Gesundheit wiederherstellen können, alle 3 Minuten. Mal gucken, ob sich das rentieren kann in der Vision. Und dann möchte ich noch ein paar Sachen gucken. Ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, welches Addon das ist, das mir das hier anzeigt. Aber ich habe jetzt gesehen, dass es hier verschiedene Items gibt, die man mitnehmen kann, beziehungsweise verschiedene Bosse, die man umhauen kann und dann bekommt man dementsprechend ein paar Buffs. Hier ist es zum Beispiel 10% mehr Damage, was ganz nett ist. Dann haben wir hier 10% mehr Life, dann gibt es hier 10% mehr Tempo und was haben wir hier? Einen Crit-Buff von 10%, also sprich 4 Buffs, die sich lohnen könnten. Ein paar andere Sachen gibt es auch noch. Ich bin am überlegen, ob ich mir diesmal eine Route wähle, dementsprechend so, dass ich ein paar von diesen Buffs mitnehmen kann. Ich möchte jetzt erstmal einen Run mit 3 Masken laufen und ja, mal schauen, wie das läuft und dann eventuell einen mit 4. Ich habe mir nämlich jetzt, wie ihr hier seht, alle Masken freigeschalten und dementsprechend, ja, können wir dann auch mal mehr probieren. Leider wurde ja jetzt auf die neue Woche hier mein Trade genervt, also Echoing Void, da habe ich ja 2 Items von an, ist ein bisschen schade an der Stelle, aber gut, da kann man dann leider nichts machen. Was haben wir jetzt für Masken aktiv? Und zwar Maske der verbrannten Brücke haben wir aktiv, dann Maske der finsteren Vorstellung und Maske des Leidenden. Also die 3 habe ich mal aktiviert. Sprich, wir haben die gleichen Masken wie auch schon das letzte Mal. Ich habe jetzt eine nochmal neu, wo man dann bei Effekten, die quasi die geistige Gesundheit reduzieren, 400% mehr geistige Gesundheit, soweit ich es verstanden habe, mehr abgezogen bekommt. Die habe ich jetzt mal nicht drin, die würde ich dann vielleicht noch reinpacken, wenn ich dann einen Run mit 4 Masken probieren würde. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal losstarten. Ich kann kurz noch den Hals hier einmal schnell zeigen, beziehungsweise die Skillung auch, die ich jetzt hier für den Run wähle. Wie gesagt, ich habe es beim letzten Video ja schon ein bisschen genauer erläutert. Gut, dann drücken wir nicht aufs Portal, ich hätte es nämlich fast schon wieder getan, sondern setzen hier einfach die Vessel ein und ja, dann gucken wir mal, wie wir durchkommen. Okay, habe ich bis jetzt auch noch nicht so viel mit Masken gemacht. Ich habe jetzt einen 2-Masken-Run quasi einmal gebastelt gehabt schon, aber jetzt keinen mit quasi noch mehr Masken, also 3, weiß ich nicht, ob das jetzt hier sowas wird. Ich mache jetzt hier einfach mal am Anfang einen Pull, ziehe die Mobs mit dazu und würde sagen, ich versuche irgendwie diesen Schmied da raus zu pullen. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also ich brauche den Dude. Okay, den habe ich rausgepullt. Jetzt setzen wir einfach Sprint ein, ziehen die mit dazu. Weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß auch nicht, ob er mitkommt oder ob er dann... Achso, das muss ich ja aufmachen hier. Oder ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, tatsächlich. So, dich pullen wir einmal ran. Achso, jetzt charged er natürlich dahinter und hat mich übelst weggecharged. So wollen wir das natürlich eigentlich nicht. Ja, gut. Ah, ich bin im 4. Na wunderbar. Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht genau, was dieser Schmied da jetzt noch an Special-Fähigkeiten hat, ob man da vielleicht eher aufpassen muss. Habe jetzt hier natürlich noch diese Totems, die mich hier ranziehen. Immer so ein bisschen ungünstig tatsächlich. Er müsste jetzt dann gleich sterben. Okay, wunderbar. Da haben wir wieder die volle Sanity. Und wo ist eigentlich der Schmied? Ist der jetzt gestorben? Habe ich den Buff? Ich sehe tatsächlich jetzt hier nichts. Es kann... Ah, doch, da ist er. Ah, da ist der Dude. Okay, Schmied ist tot. Wir haben einen Buff und müssten jetzt mehr Schaden damit verursachen können. Hier 10% mehr Damage. Ist doch eine ganz nette Sache. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich schon mein erstes Essen hier reinhau. Warum geht das nicht? Ah, okay. Vielleicht hätte ich nicht hier reinlaufen sollen. Fällt mir gerade auf. Weil hier kriege ich ja... hier wird mir ja mehr Sanity abgezogen, tatsächlich. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen was gekriegt. Gut, jetzt probieren wir mal, hier einmal außen rum zu laufen und noch extra Mobs mitzutriggern. Gut, die hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, merke ich gerade.
Und zwar hätte ich ja nur die einen gebraucht. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Die ziehen wir jetzt einfach noch mit. Wir ziehen natürlich auch HT hier. Jetzt habe ich blöderweise meine Heilung noch nicht ready. Was jetzt bisschen ungünstig ist, aber wir haben dafür 10% mehr Schaden, ne? Ach so, diese Bosse hier, in Anführungszeichen, haben natürlich doch nicht ganz so wenig Life, ne? Also die kannst du nicht so gut wegerehen. Aber es hat jetzt einigermaßen funktioniert, okay. Jetzt müssten wir noch einen Buff haben. Und zwar haben wir jetzt wahrscheinlich den Tempo-Buff gekriegt. Ah ja, sowohl Movement Speed als auch Tempo erhöht um 10%. Das ist doch ganz nett. Also kann man mitnehmen. Also ich glaube, man muss ja gar nicht außenrum. Man kann sie einfach hier triggern. Ich wusste das tatsächlich auch nicht, dass das geht. Dass man da so einfach quasi sich Buffs holen kann. In SW muss ich da tatsächlich nochmal gucken, wie es da dann ausschaut, ne? Und ja, da müssen wir dann aber nächste Woche schauen. So, hier die Kisten wollte ich ja immer auch mitnehmen, aber hier ist gerade keine. Jetzt machen wir als nächstes erstmal den Boss hier. Dieses Rumgespringe ist halt übelst nervig. Okay, wir hatten Glück, es ist relativ nah. Jetzt lasern wir den mal tot. Wir hatten nochmal Glück. Müssten wir eigentlich raus. Ignorieren wir jetzt. Passt. Okay. Hatten wir jetzt hier noch eine Kiste? Irgendwie habe ich jetzt gar keine gesehen gehabt. Eigentlich liegt hier immer eine. Nö, okay. Egal. Weil ich lasse die Kisten immer tatsächlich liegen, was nicht so gut ist. Da muss man immer ein bisschen schauen. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Buffs. Das sieht ja schon mal top aus. Und jetzt gehen wir einmal rüber. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum der Extra-Button jetzt hier oben ist. Das ist tatsächlich ein bisschen komisch, aber von dem lassen wir uns jetzt gar nicht rausbringen. Gehen jetzt quasi hier in das nächste Viertel rüber und müssen dann mal gucken, wo ich mir noch Buffs holen kann. Hier ist jetzt wieder der Kack, dass ich nicht moven darf oder beziehungsweise schon moven darf, aber ein bisschen aufpassen muss tatsächlich. Ich glaube, den können wir einfach mit reinziehen hier in die Geschichte. Den können wir auch mitpullen. Den Boss habe ich immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt, muss ich ehrlich zugeben. In was ich stehen darf, in was ich am besten nicht stehen darf. Ich glaube, die ziehe ich jetzt hier einfach dazu. Ich darf wahrscheinlich nicht in dem Sprung drin stehen, ne? Also wenn er da landet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es mir geistige Gesundheit abziehen würde. Da müsste ich noch ein bisschen genauer gucken, weil als Tank halte ich ja prinzipiell relativ viel aus, ne? Also wenn ich in so einem Dings drin stehe, dürfte es wahrscheinlich für mich gar nicht so schlimm sein. Ja? Viel schlimmer ist es dann halt, wenn man einen Haufen geistige Gesundheit abgezogen wird. Und vor allem dann auf den Hinblick noch mit der weiteren Maske, die jetzt um gutes Stück mehr geistige Gesundheit noch abzieht. Und vor allem hier auch, ne? Lieber bleibt man wo drin stehen, anstatt dass man wieder gestunt wird von der anderen Mist-Affix, den wir hier haben. Also da muss man dann auch ein bisschen immer abwägen. Okay. Kisten habe ich jetzt hier keine gesehen. Wahrscheinlich habe ich wieder ewig viele liegen lassen. Achso, jetzt haben wir hier noch so einen Mob gespawnt. Okay. Jetzt weiß ich halt nicht, würde es sich hier drin lohnen, dieses eine Buff-Food zu essen? Wahrscheinlich nicht, oder? Zocken wir uns mal hin. Ach, hä? Achso, ja super, jetzt wurde ich da verängstigt und konnte das Ding nicht. Na super. Das hat sich richtig rentiert. Fuck, jetzt bin ich desorientiert und kann den CC nicht interrupten. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Den müssen wir jetzt schnell töten. Soll wieder gefiert. Ah, ich hätte vielleicht schauen sollen, was für Affixe wo sind. Okay, das ist jetzt ungünstig. Aber ich habe zum Glück dieses Titanending gekriegt, ne? Sonst, das war jetzt Glück im Unglück quasi. Ich habe diesen Titanen-Affix bekommen und mein Proc ist deswegen nicht getriggert worden. Was sind das hier eigentlich? Mobs im Tal besiegt? Seit wann habe ich denn hier ein Bonusziel?
Das ist mir jetzt aber auch neu, tatsächlich. Muss ich wieder stehen bleiben? Hütet euch. Hier von dem kriegen wir gleich 200 wieder, also das ist alles easy. Gut, vielleicht hätte ich mir das besser für den Boss aufsparen sollen. Perfekt. Ach, es ist natürlich der Mist noch gespawnt. Okay, aber bis dahin sieht es ja ganz okay aus. Aber jetzt haben wir. Warte mal, war die vorher auch schon da, die Kiste? Ich habe irgendwie immer das Gefühl. Warte mal, spawnen die Kisten erst, wenn man alles abgeräumt hat? Kann das sein, dass das so funktioniert? Ich glaube, ich habe gerade erst das System verstanden. Weil die. Also, ich kann mich jetzt natürlich auch extrem irren, ne? Fuck, warum ziehe ich denn eigentlich keinen Pott hier? Na egal. Hütet euch. Ich kann mich natürlich jetzt auch extrem irren, aber die waren da vorher nicht da, die Kisten, oder? Hütet euch. Kommen diese Orbs? Na gut, Hütet das war jetzt euch. nichts. Ja, den Boss, den verkacke ich jedes Mal so, aber diese Konstellation ist halt auch übelst der Rotz tatsächlich. Komm, ich lese ihn jetzt Hütet einfach. Jetzt darf ich euch. nämlich wieder nicht moven. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den noch nie sauber gespielt. Den Boss hier, aber er ist zumindest tot. Zu viel geistige Gesundheit verloren. Vor allem, wenn ich jetzt denke, mit der Maskenkonstellation, ne? Warte mal, ich könnte eigentlich auch mal so lang gehen. Ich weiß jetzt. Oh fuck, das ist das Ding nochmal gespawnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnig wäre, dass ich mal versuche, den anderen Weg zu laufen. Dass ich mal hinten rumgehe, aber dann muss ich ja eh Garona oben retten und das wird mir wahrscheinlich dann tatsächlich nicht viel bringen, schätze ich jetzt mal. Wissen tue ich es jetzt nicht genau. Aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial zur Verbesserung da. Hütet Da habe ich euch. die Mobs hier in das schwere Viertel reingezogen, was eigentlich gar nicht so clever ist, fällt mir gerade auf. War ja. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Boah, das sind einfach zu viele Voids. Komm, den Hütet erheben euch. wir jetzt ein bisschen. Geben ihm hier noch was mit. Bei der Strahl an sich verringert ja tatsächlich die geistige Gesundheit an sich nicht. Also das ist nur relativ gechillt. Ja, also es wird mir wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich von der anderen Seite reinlaufe, weil Garona liegt ja hier rum. Aber was ich jetzt mal machen kann, ist, hier müsste ein Mob drin sein. Oder ist es halt auch kein Mob drin? Vielleicht sind die auch nicht immer da, ne? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber da sollte eigentlich auch noch einer sein, der mir diesen Crit-Buff quasi gibt. Warte mal, der wird hier gleich den Kack machen. Nicht mit mir, Freunde. Wollte ich nicht eigentlich mit Ding spielen, fällt mir gerade ein. Ich wollte eigentlich mit Typhoon spielen, dass ich die ganze Scheiße abbrechen kann. Da muss ich mich jetzt dann gleich nochmal dran erinnern, wenn ich hier fertig bin. Dann werde ich nämlich umskillen, weil der Stun, den setze ich eigentlich nie ein hier drin. Tatsächlich. Ah, diese blöde Tentakel. Jetzt ist das natürlich alles zugevoidet hier. Diese Tentakel, die kosten irrsinnig viel Zeit tatsächlich, einfach nur, weil sie dann jedes Mal wieder verschwinden und man dann halt einfach warten muss, aber trotzdem im Combat bleibt und sonst nichts machen kann. Jetzt habe ich natürlich wieder das Food nicht gegessen, ne? Fällt mir gerade ein. Das muss ich wahrscheinlich jetzt essen, wenn das Springding durch ist. Ja gut, jetzt haut es mich gleich wieder nach vorne. Okay, 100 geistige Gesundheit haben wir gekriegt. Ja, es ist so ein Minimal-Ding, ne? So wirklich krass rentieren tut sich das tatsächlich nicht. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ah, oh fuck, jetzt kriege ich den Stun ab, ne? Ah, sie haben mich. Da wäre jetzt Ding wieder gut gewesen, tatsächlich. Da wäre der Typhoon wieder gut gewesen. Ich bin da leider nicht mit dem Interrupt dann rangekommen. Okay.
Hier haben wir jetzt halt schon richtig viel Zeit verschwendet, ne? Ist schon fast ein bisschen schade. Also ich glaube, wenn ich diesen Trade drin habe mit der, ach, da müssen wir noch rüber, mit dem, dass ich mehr geistige Gesundheit verliere, 400% mehr mit der Maske, da wird schon ziemlich haarig. Aber hier sind jetzt auch wieder Kisten, ne? Also ich glaube, das kann schon damit was zu tun haben, dass man es erst fertig klären muss, dass man sie aufmachen kann. Wir jetzt hier schon angreifen. Ziehen wir jetzt mal hier das Ding. Ich hätte jetzt schon wieder HT ready, tatsächlich. Hütet euch. Hier muss man eigentlich rausgehen, aber ich bleibe jetzt einfach drin stehen, weil ich dann das Ding nochmal nutzen kann. Hütet euch. Hütet euch. Okay, der Boss. Also, obwohl ich weniger Single-Target-Damage mache, habe ich ihn halt schon böse zerrupft, ne? Jetzt schauen wir, dass wir die Kisten noch mitnehmen. Wir wollen ja hier auch Dings haben. Das weiß ich gar nicht. Nee, oder könnte ich überhaupt darüber? Weil hier scheint es ja zu sein. Ich glaube, das würde gar nicht gehen, tatsächlich. Ja, und ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen besser gucken, dass ich alle Kisten mitnehme. Weil das macht halt tatsächlich schon ein bisschen was aus, ne? Kisten haben oder nicht haben. Und ich sollte vielleicht immer pre-potten. Da könnte man wahrscheinlich auch nochmal ganz gut was machen. Sich kurz stehen bleiben. Ach komm, ich bin doch nicht reingelaufen. Erzähl mir doch nichts. Fuck, jetzt bin ich im Dauer-CC hier. Sie kicken mich nach außen. Komme ich hier wieder hoch? Holy moly, was kriege ich denn hier für einen Schaden? Vielleicht darfst du auch da nicht raus. Oh, what the fuck? Kriegt man da vielleicht mehr Damage? Ah, 66. Aber das war jetzt. Da habe ich richtig viel geistige Gesundheit verloren. Da drüben sind zwei. Ja, warte mal, warum bin ich denn jetzt? Ach, ich hatte einen Debuff drauf, deswegen waren die jetzt verbündet mit mir angezeigt, okay. Okay, den Stun haben wir gefressen. Das ist jetzt auch nicht gut. Ich muss jetzt mal. Ah, fuck, jetzt haben wir auch noch hier desorientieren lassen. Jetzt muss ich gucken, dass ich aus dem Combat komme, die zwei Kisten mitnehme. Und ich muss mal schauen, wo mich hier mal gestunt werde. Ich denke, dem kann ich auch entgehen tatsächlich. Hier in dem Viertel war ich halt einfach nicht so. In SW kenne ich mich mittlerweile schon ganz gut aus. Hier bin ich tatsächlich noch ein ziemlicher Nappel. Jetzt nehmen wir den kurz mit. Kann ich den Breath irgendwie ausweichen? Ich bin mir halt nicht sicher, tatsächlich. Okay, also den Breath kann ich ausweichen, das geht. Dann habe ich hier so eine Salve. Jetzt kommt gleich wieder der Shit, wo wir raus müssen. Extra Mob gespawnt. Muss halt einfach ein paar Mal auch Dings laufen. Hier, quasi OG, dass ich halt genau weiß, wie, was, wo. Jetzt haben wir natürlich hier wieder einen Mob gepullt, ungünstig. Kann ich die Kisten trotzdem aufmachen? Ja, das geht. Okay, weil hier gibt es schon relativ viel Zeug raus, tatsächlich. Die sollte ich immer nicht. Alter, 200 Münzen, ne? Krass, was aus der einen Kiste rauskommt. Krass, krass, krass. Haben wir jetzt noch irgendeinen Mob? Nee, da ist nur der Postkasten. Ne? Jetzt müssen wir wieder kurz stehen bleiben. Aber wir haben sogar noch eine komplette Orb. Also das sieht gut aus. Und wir haben den Proc auch noch. Also alles easy. Ich weiß jetzt halt nicht, wie krass der Boss hier wieder wird. Wahrscheinlich schon einigermaßen krass, schätze ich mal. Ich wollte noch knapp aus der Void raus und dann kam das Ding. Also teilweise. Dieser Fix ist so nervig. Ich sag's euch. Ich könnte natürlich jetzt hier einfach auf den Proc gehen. Ach, ich bin noch im Combat? Mit was? Ach, mit ihm hier. Ich glaube, ich schmeiß hier die Orb einmal hin. Wo haben wir sie? Ach komm, wer hier rausgeführt? Dann hoffe ich, dass das für den Endboss reicht. Diese Schweine haben nämlich übelsten Damage gemacht.
Musst du am besten ganz... Alter, schau mal. Ich weiß gar nicht... Aber die kann ich nicht alle interrupten. Keine Ahnung, jetzt haben wir Rexar besiegt. Also, ich weiß halt nicht, wie ich das mit diesen Schweinen machen soll, tatsächlich. Die, also, interrupten kann ich die. Ich muss die LOSen? Muss ich irgendwie hingucken? Ich habe jetzt halt einfach Inker gezogen und so weggeäht. Ich weiß halt nicht, ob das eigentlich so gedacht ist, dass man so spielt, tatsächlich. Wahrscheinlich nicht, ja. Jetzt habe ich halt blöderweise keine Inker mehr für den Endboss. Und wenn ich hier so lang drin bin, bin ich halt schon fast am Überlegen, ob es sich rentieren würde. Schau mal, da hinten war gerade nochmal. Wo habe ich. Ah, hier ist. Ah, hier sind jetzt auch noch Kisten. Gut, aber da sind wahrscheinlich jetzt nicht so viele Münzen drin. Also ich habe auch noch den Free Death. Eigentlich dürfte das jetzt bei dem Endboss kein Problem sein. Eigentlich. Schauen wir es mir. Aber hier in den Lone Zone in Anführungszeichen kommt tatsächlich jetzt auch nicht so viel rum, ne? Da sind jetzt nur 40 drin. Na, in der Kiste waren halt einfach 200 Münzen drin. Also das ist halt schon mal eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer. Was haben wir jetzt? Aber 1400, das müssen wir uns merken. Gut, der hat jetzt halt direkt am Anfang hier die Dinge und ich habe keine Inker ready. Ziehen jetzt halt ihre Casts auf mich durch. Fuck, jetzt bin ich auch noch in den Betäuben stehen geblieben, weil ich den Mob interrupten wollte. Okay. Du musst sie, glaube ich, einfach töten. Also alles andere bringt tatsächlich nichts. Okay, jetzt kommt die Orb. Aber die ist natürlich genau auf der anderen Seite. Müssen wir da einmal durch. Hütet euch. Dann lasern wir einmal drauf. Oh, langt das? Ich habe mal sicherheitsweise die Wall gezogen. Das ist natürlich jetzt hier drin schon ziemlich zugebeutet. Da muss ich vielleicht ein bisschen besser überlegen, wo ich langlaufe. Dass ich mir nicht den ganzen Raum zubeute. Wisst ihr, was ich meine? Da könnte man dann tatsächlich ein bisschen besser das machen. Aber man merkt halt schon, ne, die 10% nochmal Damage sind auch ganz nice eigentlich. Na gut, das war jetzt eine relativ easy Angelegenheit. Die drei, oder? Es waren jetzt drei Masken. Genau, das ging jetzt eigentlich relativ easy durch. Dafür, dass ich OG jetzt auch noch nicht so gut aufgestellt bin, tatsächlich. So, da haben wir dann nochmal ein paar Zettel. Was haben wir hier gekriegt? Denn für 60er Item kriegen wir, das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Wir können es uns mal angucken, was da so drauf ist auf dem 460er. Schauen wir mal. Ja gut, wir haben Dings drauf. Magenfetzer ist relativ stark. Das Herz ist so, naja. Dann haben wir Single Target und AE Trade und Death Trade. Besser wäre natürlich hier der Hauen Trade gewesen. Aber es ist gar nicht so scheiße. Ja gut, hier habe ich natürlich Hauen drauf. Das ist natürlich in den meisten Fällen stärker. Hier, warte mal, ich hätte hier sogar Double AE. Warum habe ich denn so einen Scheiß geskillt? Okay, ich bin gerade, na gut, jeder Sekundärwert ist natürlich schon auch, kann schon recht stark sein. Okay, gut, dann sind wir hier einmal durch. Wie viele Münzen haben wir? Jetzt gehen wir nochmal einmal raus, dass wir sehen, was wir jetzt insgesamt gekriegt haben. Lief jetzt doch besser, als ich dachte, obwohl ich jetzt einiges gefailt habe tatsächlich. Jetzt sind wir bei 4.990, also knapp 5.000. Wir hatten 1.400, also haben wir jetzt 3.500 Marken gemacht, ne? Also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich werde es jetzt dann gleich nochmal mit ein paar mehr Marken, paar mehr Masken probieren. Also sprich mal mit 4 Masken und mal gucken, ob ich da auch gut durchkomme. Hat ja jetzt nicht so schlecht ausgesehen. Gut, dann zeige ich euch nochmal kurz die Skillung, beziehungsweise hier natürlich auch das Herz von Azeroth, was ich da mitgenommen habe. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hoffe, dass ihr bald auch entsprechend weit kommt oder vielleicht seid ihr schon weiter. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.